Die Hochzeit. Ein Spiel um den Prinzen Johann in drei Bildern von Paula Grocker. Das Prinz-Johann-Festspiel Die Hochzeit, das Paula Grocker als Ehrengabe ihrer steirischen Heimat gewidmet hat, entstand vor einem Dreivierteljahrhundert und wurde in den Jahren 1936 und 37 in Öblan mit großem Erfolg erstmals aufgeführt. Kaum ein kultureller Besitz unseres Landes ist so geeignet wie dieses Festspiel für die würdige Erinnerung an Erzherzog Johann, denn es bedeutet in hoher künstlerischer Form die Wiederbelebung eines Geschehens, das sich am 29. Juli 1821 tatsächlich ereignet hat. Der Erzherzog selbst hat in seinem Lebensbericht der Brandhofer und seine Hausfrau das Hochzeitsfest des Pflegers von Gstaad eingehend beschrieben und es als ein Ereignis bezeichnet, welches großen Einfluss auf Ergreifung eines festen Entschlusses für den Brandhofer haben sollte. Auf dem einzigartigen Kirchplatz von Öblan wird heuer wieder, wie vor 191 Jahren, das feierliche Hochzeitsgepränge mit den echten Trachten und dem alten Brauchtum aufleben, das diesen seither kaum veränderten Raum zwischen dem Renaissancebau des Verweserhauses und dem traulichen Pfarrhaus mit den schönen Fenstergittern einst erfüllte, als der Brautführer Erzherzog Johann die Braut des Pflegers der admontischen Propsteiherrschaft Karl Schweighofer zum Traualtar in die Kirche geleitete. Die bunte Fülle der Spieler ist zu großem Teil die dichterische Formung von Personen, die zur Zeit des einstigen Hochzeitsfestes wirklich gelebt haben. Die Öblaner von heute stellen ihre Vorfahren dar, die gleiche Sprache, dieselbe heimatliche Kultur gestalten ein Bild, dessen Reiz im ehrfürchtigen Erfüllen eines geschichtlichen Vorbildes und in der unverbildeten Spielfreudigkeit unserer 300 Laiendarsteller liegt. Dies haben uns die Uetern mit Freuden vermocht und bitter sei jeder zum Hormattel trocht und bitter sei Überleitung von der Gegenwart in die Vergangenheit geschieht zu Spielbeginn in einem kurzen Aufgebot. Der festliche Hochzeitslader ruft die Öblaner von heute auf, die er zum Ehrentag einlott, wie er seinerzeit die Blutz vorfahren. Gut grüß euch, meine Leute und Frauen, aus der Umgebung und von weiter fern. Wenn ich den Augen darf trauen, kann ich mit Stolz erschauen, sogar die höchsten Landesherren. Kein Wunder nicht, denn einmal schon ist's Öbling da ein solches Ereignis gewesen und unser Erzpatron, Prinz Johann in Person, ist gekommen zu einem Hochzeitsfest. Im ersten Bild, dem Einzug, füllt sich der Kirchplatz zwischen den Lebzelterständen zunächst mit den Schulkindern, die vom aufgeregten Schulmeister zur letzten Probe ihres erlernten Wissens den hinzutretenden Bürgern und Bauern vorgeführt werden. In Rede und Gegenrede der Öblarner entsteht ein Bild der schwierigen postnapoleonischen Zeit und vor allem auch des steirischen Prinzen. Dann ziehen die Schützen, Knappen und Veteranen auf, und bei festlichem Glockengeläute und Böllerschüssen naht der Hochzeitszug in der vom Erzherzog einstmals genau beschriebenen Ordnung. Nach einem in der allgemeinen Aufregung nur zum Teil gelingenden kindlichen Willkommensspruch an den Erzherzog wird der Weg des Hochzeitszuges in die Kirche frei. Thank you.
während im zweiten Bild der Hochzeit die feierliche Handlung in der Kirche mit Orgeltönen nur von Ferne herüberklingt, entwickelt sich auf dem Festplatz ein lebhaftes Treiben. Von den vielen Schaulustigen angelockt, finden sich fahrende Jahrmarktsgaukler ein. Ihr fremdartiges Auftreten verbindet sich mit leutseligem Gespräch und volkstümlicher Weisheit zu einer trefflichen Zeitschilderung, aus der immer wieder die Gestalt des hohen Gastes hervorleuchtet. Bald klingt auch das schwatzhafte Munkeln und Reden der Mädchen und Frauen auf, die von einer der Kranzljungfrauen, der Ausseher Bürgerstochter Anna Blochel, berichten, der zuliebe der Erzherzog wohl besonders gern gekommen sei. Wenn die Neuvermählten nach der Trauung von festlichem Zuge geleitet aus der Kirche kommen, sperren Holzknechte mit einem Seil zur üblichen Mauteinhebung und Anwünschung den Weg. Die Dorfhebamme bringt jetzt ein neugeborenes Kindl herbei und bittet das Brautpaar um die Patenschaft. Die treuen Dienstleute der Gstatter Herrschaft gratulieren durch Moorknecht und Moordirn. Zuletzt wird einem gefangenen Wildschützen die Freiheit geschenkt. Sodann kann die Maut aufgehoben werden. Nach der Pause treffen im dritten Bild der Huldigung um die Zeit des Sonnenunterganges zahlreiche Bittsteller vor dem Pfarrhaus zusammen, die sich für all ihre Nöte vom Schutzherrn der Steiermark vertrauensvoll Hilfe versprechen. Die Schatten der Franzosenkriege zeigen noch nicht gebannte Sorgen der Zeit und es gibt viele Arme, Abgehauste, Abbrandler und Kriegsinvalide im Dorf. Das zusammengeströmte, festlich gestimmte Volk und auch die wiedergekehrten Gaukler erwarten vom Schloss Gstatt her die Hochzeitsgesellschaft und vor allem den Prinzen Johann. Er schenkt allen seine gütige Hilfsbereitschaft, ob es nun die Sorgen des Prior von Admont sind, der vom schädlichen Hochwasser in den Ensauen berichtet, oder die großen politischen Anliegen und Bedenken des Tiroler Gesandten Tschurtschenthaler, der beklagt, dass Johann die Rückkehr nach Tirol von seinem kaiserlichen Bruder verwehrt wird. Endlich findet Johann auch Gelegenheit zu einem vertrauten Zwiegespräch mit Anna Blochel. Ein Kind, das durch ein Missgeschick das wirkliche Brautpaar verfehlt hat, gratuliert irrtümlich und doch bedeutungsvoll dem heimlichen Liebespaar. Bei der folgenden abendlichen Huldigung, einem großen Fackelzug, ehrt der am Altär gebrachten hängende Amtmann den Prinzen mit einem Lobspruch. Der fortschrittlich gesinnte liberale Bader preist ihn auf seine Weise. In dem Dank- und Schlusswort vereint der Schirmherr unserer Heimat die echten Werte des Alten und Neuen mit der Pflicht zum Dienst für Gott und Vaterland. Doch wieder ist Ogwon noch stockfinsterer Nacht, verblieb ist, was uns um die Hütten vermocht, verblieb ist, was uns um die Feierliche Musik und sprühendes Feuerwerk beschließen die Huldigung. Das Volk strömt vom dunklen Kirchplatz. Zuletzt ruft der Nachtwächter uns in die Gegenwart zurück, in der das Beispiel und der Geist des Prinzen Johann weiterwirken mögen.